Wir sind also hier mit Crystal Megan. Sie ist eine Militärveteranin, richtig? Ich war 9 Jahre bei der US Air Force. Wow. Sie haben sich geoutet und die Dinge mit Geoengineering aufgedeckt, von denen Sie Zeuge geworden sind. Können Sie uns das kurz schildern? Ich hatte von dem gehört, was viele Menschen als Chemtrails kennen. Ich arbeitete in der Bio- und Umwelttechnik und dachte mir, das ist doch verrückt. Warum sollten wir so etwas tun, das Wetter verändern, indem wir gefährliche Stoffe in unsere Atmosphäre freisetzen? Während ich versuchte, das zu entlarven, zu widerlegen, wurde mir klar, dass es direkt aus meinem Büro kam. Denn ich gehörte zu den Leuten, die die Chemikalien genehmigten. Das erschütterte meinen geleisteten Eid in seinen Grundfesten. Ich nahm viele Proben, stellte viele Nachforschungen an und ließ die Sache auffliegen und bin damit rausgekommen. Jetzt habe ich meine Qualifikation, meinen Eid, meine Befugnisse für das Gute eingesetzt, um Menschen zu helfen, zu verstehen, dass das sehr real ist. Es wird jetzt offen zugegeben. Es gibt mehrere Formen der Wettermodifikation. Ich habe speziell das Einbringen von Aerosolen in die Stratosphäre herausgefunden. Wir müssen weltweit verstehen, dass dies jetzt zugegeben wird, indem sie sagen, dass sie damit den Klimawandel bekämpfen wollen. Der Klimawandel, über den wir uns Sorgen machen, ist die von Menschen gemachte Klimaveränderung, also Geoengineering. Und wenn Sie sagen, dass Chemikalien in die Luft gepumpt werden, welche Art von Chemikalien werden dann auf die Menschheit herabregnen? Nanopartikuläre Metalle wie Sulfate, Barium und Strontium. Ich weiß, dass sich das wahrscheinlich im Laufe der Zeit geändert hat, dass sie für bestimmte Dinge Silberjodid verwendet haben. Das Merkwürdige war die Menge, die Form, in der sie kamen. Es sind dieselben Materialien, die ich am Arbeitsplatz versucht habe zu entfernen und durch sicherere Materialien zu ersetzen. Wenn man feststellt, dass das sogenannte Sicherheitsdatenblatt Informationen über eine Chemikalie, welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist, wie sie zu entsorgen ist, wie sie zu verpacken ist, um sie zu versenden, wenn wichtige Informationen fehlen, dann habe ich Fragen. Meine Fragen führten zu einer Dämonisierung mir gegenüber. Ich wusste, dass ich etwas gefunden hatte, was ich nicht hätte finden sollen. Das ist Wahnsinn. Diese Metalle sind also grundsätzlich giftig für den Menschen, würde ich vermuten, oder? Ja, denn sie enthalten auch Aluminium. Viele Leute werden sagen, dass diese Dinge in kleinen Mengen nicht schlimm sind. Es sind keine kleinen Mengen, denn wenn man so etwas über uns ausbringt, ist die Verteilungsgeschwindigkeit wetter- und klimaabhängig. Es gelangt in die Nahrung und in den Boden. Überall auf der Welt sind die Kläranlagen nicht in der Lage, Pharmazeutika oder diese Toxine herauszufiltern. Wenn sie also Bio-Lebensmittel anbauen, werden wir dann zu der Plexiglasabsperrung für unsere Pflanzen zurückkehren müssen? Das ist furchtbar. Deshalb muss man diese Praktiken überall verbieten. Wir haben Staaten in den USA, die ein Verbot erlassen haben, um den Stein ins Rollen zu bringen. Aber die Menschen müssen aufwachen, unabhängig von politischen Parteien. Außerdem ist eine enorme Zunahme neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer zu verzeichnen. Für Menschen mit Atemwegserkrankungen und Asthma ist es sehr schwierig. Die Menschen fragen sich, warum sie ständig Allergien haben. Mir gefiel, was Sie über den Klimawandel oder die Veränderung des Wetters sagten, die wir erleben. Oft können wir das nicht von diesen Geoengineering-Aktivitäten trennen. Möchten Sie noch etwas dazu sagen? Ich meine, wie spüren wir das? Gibt es einen Beweis dafür, dass es definitiv von dort kommt? Es gibt Orte, die das offen zugeben. Erinnern Sie sich an Dubai? Als man sich darüber aufregte, ruderten sie rasch zurück, aber die Büchse war bereits geöffnet. Das Problem ist, wenn man sich Filme mit Zeitreisen ansieht, heißt es, wenn man etwas tut und etwas verändert, löst das einen Dominoeffekt aus. Wenn man das Wetter verändert, legt man sich mit Mutter Natur an. Meteorologie ist ein sehr, sehr gründliches Studium. Ich weiß viel davon, weil ich beruflich mit der Aufzeichnung von Gefahren zu tun habe. Es macht keinen Sinn, wenn man die Natur verändert, wenn Dinge nicht natürlichen Ursprungs sind. Wir hatten massive Überschwemmungen in Kalifornien. Wir haben ein System namens HAARP, das in den USA steht. Dieselben Leute, die mich vor 5, 10 Jahren verteufelt haben, sagen jetzt wow, weil sie feststellen, dass es in allen unseren US-Dokumenten offen zugegeben wird. Die USA sind nicht das einzige Land, das dies tut. Wow, das ist verrückt. Nun, vielen Dank, dass Sie sich dazu geäußert haben und die Menschheit wissen lassen, was vor sich geht. Ich danke Ihnen sehr, Crystal Megan. Danke.